euch ganz herzlich. Heute haben wir Freitag. Ich habe gestern nicht gevloggt. Gestern war Donnerstag, der videofreie Tag. Da habe ich mir auch eine Vlogging-Pause gegönnt und habe nicht gefilmt. Ja, es war eh nichts Besonderes. Ich habe eigentlich eh nur zu Hause gearbeitet. Lara hatte tanzen, aber sonst war eigentlich nichts Außertürliches. Außertürliches? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist heute Freitag. Freitags hat der Papa immer bis 12 Uhr, naja, um 12 Uhr hört er auf, bis er zu Hause ankommt, dies, das. Ist dann eh schon ungefähr 13 Uhr. Jetzt ist aber aktuell schon 14 Uhr. Der Patrick ist auch schon von der Schule gekommen. Und wir gehen... Was ist denn? Der Papa. Ja, der Papa kommt schon. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich mal was essen. Und mit der gesamten Family gönnen wir uns einen schönen Tag. Und dann müssen wir auch Vorräte einkaufen. Also bei uns ist ja der Coronavirus-Wahn in der Familie direkt noch nicht ausgebrochen. Also wir sind jetzt noch nicht in Panik oder so. Aber in Österreich ist die Panik auf jeden Fall schon da. Und die ganzen Supermärkte sind schon halb leer. Und die Leute bekommen einfach Panik, dass halt quasi sie in Quarantäne müssen. Und genauso auch wir. Also ja, ich habe jetzt keine Angst vor Quarantäne. Ich habe mehr Angst, dass die Leute einfach alles leer kaufen und wir gar nichts mehr zum Essen einkaufen können. Gibt doch Gras, ich kann's mähen. Ja, Gras. Okay, wir wohnen hier Gott sei Dank eh gut am Land mit Kathi. Ich würde kein Gras essen. Ich sag mal so. Wir haben noch Hühner. Wir haben Hühner, die legen halt Eier und so. Wir können halt jeden Tag ein Ei essen, zur Not. Ich kann dann Eier verkaufen. 20 Euro ein Ei. Ja, das ist ja mega Geschäft. Nein, aber es ist wirklich schon wirklich Panik ausgebrochen. Mineralwasser konnte der Papa heute nicht kaufen. Alles leer. What? Noch nie. Noch nie war das sogar. Nie mal leer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausschaut. Also da, gestern warst du beim Penny. Gestern war er beim Penny. Das ist bei uns sowas wie ein kleiner Rewe. Und da waren die ganzen gefüllten Paprika, also diese Dosen, was man halt das ganze Fertigessen in Dosen kaufen kann, gefüllte Paprika und was da noch gibt, Gulasch und was weiß ich. Das war schon leer. Also das war wirklich so brutz ausverkauft, oder? Mhm. Teigwaren habe ich gehört, Desinfektionsspray und Desinfektionshändetücher, vergiss es. Das kriegst du auch nirgends mehr, egal ob Müller, DM, Bipa. Voll alles rasiert. Und ja, mal gucken, was wir denn so einkaufen können. Wir wollen uns auch auf jeden Fall mit solchen Sachen wie Nudeln, Reis, Bohnen, haben wir eh noch genug zu Hause. Oho. Solche Sachen halt eindecken auch, damit wir auch so... Hast du diese Dispos für Becher genommen? Ja, ja, habe ich. Dann fahren wir in diese Richtung, oder? Ja. Na, gehen wir mal in die Richtung. Okay. Wir müssen uns nämlich unseren Becher abholen, weil und von der Philips Kaffeemaschine, von der Latte Go, ist dieser Milchschäumbecher nicht mehr so dicht, der ist ein bisschen kaputt und deswegen ja, habe ich einen neuen bestellt beim Saturn, den müssen wir auf jeden Fall holen. Jo. Gefällt ihr euch? Sicher euch. So, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, sind wir wieder bei McDonald's. Wir waren letzten Freitag auch bei McDonald's. Ja, wir haben ein Abonnement. So, unser Essen ist da. Wir zeigen euch schnell. Michelle hat einen 9er Chicken Nuggets. Der Patrick hat einen veganen Burger. Ohne Käse und ohne Ranch-Soße. Du schaust denn so giftig erst. Der Papa hat einen Veggie Wrap mit Curly Fries. Die Luisa hat ein Happy Meal Chicken Nuggets, oder Luisa? Die Lara hat auch ein Chicken Nuggets. Ist lecker, Lara. Und ich, oh, kriege ich einen Kuss. Und ich habe einen Mac First. Tomate, Salat, zwei Burger. Keine Ahnung. Ich glaube so Mayonnaise. Ich freue mich. Seit Monaten habe ich so einen Gusto auf das. Was? Nein. Nein, ich habe selber meine Curly Fries da drin. Okay, du darfst einmal beißen. Aber einen zivilisierten Biss, nicht so einen Affenbiss. Was ist das Affenbiss? Einen großen. Ein Schimpansen, ein Gorilla-Biss.
Sag mal, super lecker. So, jetzt haben wir es endlich zum Saturn geschafft, unseren Becher abzuholen. Was ist, Papa? Verlängerter Umtausch. Au. Passende Angebote. Hey. Aha. Schau, die Luisa ist Knacker, Schlossknacker. Luisa! Hallo! Patti, passt du auf die Luisa? Nee, oder? Nee. Gib mal noch mehr aus. Tschüss, Luisa. Wie ein verrückter Bebe. Mama, du bist doch fest, die Füße von dir geboren. Komm, Luisa. Mich ist ja den Papa, nimm das runter. Wieso? Was sollen die anderen hinten? Mann, tippt deine Hitze. Ich kann nicht mehr, was ist los heute? Sancho. Luis. Ja, das ist nicht witzig. Jemand. Oh, oh, die Michelle. Oh, deine. Boah, Lara, du hast ja ein echt cooles Outfit zusammengestellt. Ziemlich schön auch. Sind wir hier einkaufen oder seid ihr hier auf Späßchen machen? Das ist ja. Mama. Mama, kannst du probieren? Ich will das probieren. Ja, probier's doch einfach. Probier es. Du musst laut machen. Ich soll der Michelle einen TikTok machen. Los geht's. Ja, was soll ich jetzt machen? Mach lauter. Nein, nicht lauter, hab ich gesagt. Mach ein bisschen. Mach ein bisschen lauter. Na, die Michelle lang wie aus. Das ist wie ein Clown. Na, ich hab gesagt, Zirkusdirektor. Aber ich muss ein bisschen locker machen. Ich bin Clown. Wie locker machen. Mach dich locker, Baby. Was ist das wie ein Clown? Ja, erst. Clowns haben doch immer so. Direktor. Wie wäre es denn, wenn du einfach abnehmen würdest? Ich kann nicht über Hose drücken. Ja, du kaufst. Au, du bist ein bisschen elektrisch, Patrick. Ich glaube, das ist diese Fleece. Du kannst mit mir in der Früh immer rennen. Mama, ich will einfach arbeiten. Du kannst mit mir joggen gehen. Wolltest du jetzt um den Platz streiten? Mama! Ja. Lara, ich muss dir auch in meinen Platz überreichen. Lara, lass die Luisa auch ein bisschen. Komm, Luisa, komm, da gibt es auch einen Sitzplatz draußen. Komm her, komm her. Da kann man auch sitzen. Der Patrick zeigt dir einen neuen Sitzplatz. Geh mit Patrick. Luisa, geh mit Patrick. Zeig mal. Und so ist, wie fühlt sich das jetzt an mit der Hose? Die fallen jetzt nicht mehr. Ich hab der Clown auf, Papa. Papa, was kommt da? Kannst du bitte fester gehen? Schatz, nimmst die einfach, wenn du Spaß daran hast und dir das gefällt. Ich hoffe, ich sehe dich. Lara, nicht ziehen und loslassen, weil sonst sind meine Nippe so. Was darf ich machen? Wollten? Ich kauf das nicht mehr. Kauf das? Wir wollen nur schlagen, oder? Und die Skinny Jeans, wie hat die Skinny Jeans? Und der hat auch die eingefüllte Waffe. So, wir sind kurz im Müller reingegangen und jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder? Ich habe mir auch was gefunden. Was? Das. Gehen wir nach Hause. Was hast du dir ausgesucht? Hasi? Für Tiere müssen wir noch Tiere. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt, da kaufen wir gleich von da. So, wo ist die Michelle? Luisa, welches nimmst du jetzt? Luisa hat immer mehr. Ganz Regal jetzt.
Da ist ein Dino runtergefallen. Der ist nicht hochgeladen. Das nehmen wir nicht mehr jetzt. Frag sie, ob sie den noch haben will. Was soll das? Fragst du? Sollen wir das auch nicht nehmen? Oder vielleicht den da? Sollen wir alle hier nicht nehmen? Nehmen? Wo ist die Michelle? Michelle, komm mal her. Luisa hat leider nicht genug Platz in ihren Armen für so viele Kuscheltiere. Luisa hebt hoch. Und Michelle? Was? Was hast du? Schau, du kannst dir von hier was nehmen. Warum nicht? Das ist nicht mehr cool in deinem Alter? Okay, Michke. Der Batti nimmt sich ein. Let's go. Das Passwort. Habe ich ja schon eingegeben. Nun, habe ich ja schon eingegeben. Idioten sicher, gell? Wie schauen wir das aus, bitte? Gar nicht. Luisa, wir nehmen nur eins. Schatzi, hilfst du mir? Ja, hilfst du mir vielleicht auch? Sollen wir das auch nicht nehmen? Hilfst du mir vielleicht auch? Es gibt eine andere. Wir haben nämlich ganz viel Katzenfutter gekauft. Wir werden jetzt uns von Katzenfutter ein. Was denn? Gehen wir? Ja. Super. Ich habe eine Du brauchst keine Haarbürste. Okay, Luisa, komm. Ja. Komm, Babygirl. Sie mit ihrer Fledermaus. So, gehen wir zahlen? Ja. Darf ich kurz die Bürste schauen? Wow. Ich habe für die Lara eine neue Haarbürste gefunden. Ich fand die so cool. Mit Einhörnern. Warum ist der Fokus nicht da? Luisa, nicht raufgehen. Gell? Komm mit. Der Fokus funktioniert richtig gut, würde ich mal sagen. Ja, alles klar. So, meine Lieben, wir sind soeben nach Hause gekommen und ich sage euch was. Wir sitzend im Auto hören natürlich Radio. Das heißt, natürlich normalerweise hören wir gar kein Radio. Aber ich habe irgendwie das Radio angemacht und dann haben wir uns so die Nachrichten angehört und dann kam natürlich was wieder vom Coronavirus, was ja aktuell ja richtig oft in den Medien ist, ne? Und auf einmal wird das Ganze so real, wirklich so real, wenn du den Namen der Schule deines Sohnes hörst. Also da sind wir kurz, also hier jetzt sogar richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist wirklich so, dass ein Junge quasi den Virus hat, der in die Schule von Patrick geht. Also in den Nachrichten kam auch die Meldung, dass die ganze gesamte Klasse von diesen Jungen samt einiger Lehrer jetzt in häuslicher Quarantäne sind. Und egal wie viel Späßchen ich davor gemacht habe und wie nicht real das war, also für mich war es nicht real, also natürlich war es real, aber ich habe mir nur gedacht, so ja, die Leute machen einfach unnötig Panik, ja, man soll jetzt nicht so übertreiben, aber wenn dann es so nah bei einem selbst ist, boah, dann geht dann richtig die Muffen. Diese Schule ist zwar groß, viele Kinder, viele Klassen, ne, aber nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass genau dieser Schüler mit dem Patrick in einem Gang, also in einem Stockwerk, also quasi fast nebeneinander die Klassen haben. Das ist ja nochmal erschreckender. Also das ist jetzt nicht so quasi, ach ja, das ist irgendwo eine erste Klasse, die weiter unten ist, oder eine achte, die ganz weiter oben ist, sondern es ist genau dasselbe Stockwerk. Und da macht man sich schon Gedanken. Aber und ich werde jetzt noch was kochen am Abend und dann den Abend ausklingen lassen. Boah, mir geht es irgendwie nicht aus dem Kopf. Der Patrick ist auch die ganze Zeit jetzt mit seinem besten Freund am Telefonieren. Also über die Zocken Fortnite und dann reden sie über ihre Headsets darüber und so. Und die Michelle auch mit ihren Freundinnen. Es ist so plötzlich so nah, ne? Wo es doch so fern war, ist es jetzt einfach plötzlich quasi vor der eigenen Haustür irgendwie. Und jetzt ist es so ernüchternd. Ein ernüchterndes Gefühl. Na gut, meine Lieben, ich melde mich dann später. So, meine Lieben, ich und der Papa sind ja brav am Kochen. Ich mache eine Bowl. Tomate, Gurke habe ich schon geschnibbelt. Dann habe ich hier Quinoa fertig. Beluga-Linsen schmecken so gut. Bisher noch nie gegessen, aber sehr lecker. Also, das sind, ich zeige euch die Verpackung. Muss, ja.
Schaut mal, so schaut es aus. Beluga-Linsen habe ich beim Spar gekauft, also hier in Österreich. Und die schmecken so lecker und sie sind sehr gesund. Schaut mal, was die da alles drin haben. Hoher Ballaststoffgehalt, Eiweiß, Folsäure, Phosphor, Eisen. Ja, und... Ja, auch so wie bei dir, bei der Michelle. Genau. Dann haben wir auch Süßkartoffel. Und ich und der Patrick essen die vegane Bowl. Und der Papa und die Michelle essen einen einen Salat. Und wir haben schon eine fette Liste geschrieben für morgen, wenn wir einkaufen gehen wollen. Gerade noch mit Papa unterhalten, dass es so krass ist, aber es am Anfang noch so weit entfernt ist und wir noch so Späßchen drüber gemacht haben. Und dann plötzlich in der nächsten Sekunde ist es ja einfach so, ja, ernst, weil es einfach in deiner nächsten Umgebung ist und ja, dann kriegt man plötzlich Panik. Nicht ganz so schlimme Panik, aber man fängt schon an zu nachdenken. Wir haben schon, ja, E-Mails bekommen von Eltern, Vertretern, Klassenvorständen, haben schon alles, also wir wurden quasi informiert, weil der Fall jetzt quasi am Nachmittag erst entdeckt wurde. Okay. Da rein. Ja. Aber momentan ist es in Ruhe und trotzdem, ja, man unterhält sich halt ständig darüber. Und morgen gehen wir gemütlich einkaufen und schauen, dass wir alles zu Hause haben, was wir brauchen, falls wirklich so ein Fall ausbrechen sollte, weil zum Beispiel diese Familien, dieser Kinder, die mit diesen Jungen in die Klasse gehen, die sind jetzt auf häusliche Quarantäne, ne? Wenn die jetzt aber, Babadu mit einer Unterhose, wenn die jetzt aber irgendwie nichts zum Essen zu Hause haben und die vielleicht keine Familie haben, die ihnen was bringt, hallo! Kannst du irgendeinen Platz davon? Ja, wie wär's, wenn sie die einfach eine Hose anziehen? Ist der hier zu Hause, ja? Ja, schön. Ich bin aber mit zu Hause, hab trotzdem eine Hose an. I'm not naked. Nein, nackert ist dann nicht, aber ja. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt noch gegessen, ein bisschen den Tisch abgeräumt, Geschirrspüler rennt schon. Und ich habe noch schnell einen Hummus gemacht, mein Paprika-Hummus-Rezept. Die Herbsen sind mir übergeblieben, die werde ich jetzt aber trotzdem einkühlen. Die waren nämlich in einer Dose drinnen und die Flüssigkeit habe ich weggeschüttet. Ja, und jetzt kommt es voller Verschnitt. Auf jeden Fall kommt das jetzt noch in den Kühlschrank. Schauen wir mal, wo Platz ist. Ich glaube, so ist das schon. Nein, nein. Dieser Hummus ist übrigens sehr lecker, dieser gekaufte. Von Noah, schmeckt sehr lecker. Ich muss jetzt ein bisschen die Ordnung machen. So. Och Mann, warum bleibt das nicht übereinander? So. Und... Das noch rein. Passt. Den haben wir noch nicht aufgemacht. Da hat eine Zuschauerin gesagt, dass der ekelhaft schmeckt, so bitter. Seitdem traue ich mich den nicht zu essen. Ja. Gut. Und ja, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Morgen werde ich euch mitnehmen, wenn wir einkaufen gehen. Seid ihr gespannt? Bin auf jeden Fall schon gespannt, ob es für morgen weitere News von der Schule gibt von Patrick. Heute gab es ja nur eine E-Mail, dass die betroffenen Kinder, also die mit diesen Jungen in die Klasse gegangen oder gehen, dass die und einige Lehrer in Quarantäne sind, 2 Wochen, also zu Hause. Die Frage ist, ob es nicht besser wäre, die gesamte Schule in Quarantäne zu setzen, weil auch beim Papa in der Arbeit sind jetzt so Vorkehrungen geschlossen worden, dass quasi wenn einer erkrankt oder einer diesen Virus hat, dann wird die ganze Firma dicht gelegt, also mal für eine Periode von weiß ich nicht wie lange. Und das wäre für die Schule auch gut, oder? Weil ich denke mir so, da gehen so viele Kinder hin und wenn die dann alle ihre Angehörigen und die dann weiter die anderen Kinder und Arbeitskollegen und oh Gott, das ist schlimm. In Schulen ist sowas schlimm, da geht sowas schnell rum. Ja, auf jeden Fall schaltet morgen ein, vielleicht habe ich da noch News, vielleicht aber auch nicht. Ja, mal gucken, morgen gehen wir auf jeden Fall mal die fette Liste, die ich am Kühlschrank geheftet habe, abkaufen. Ja, gute Nacht, bis morgen.